Die Sinne machen die Welt für uns erfahrbar. Erst durch sie gelangt die Welt in unseren Kopf und wird für uns fassbar. Wenn wir wollen, können wir die Sinne ganz bewusst einsetzen. Meist arbeiten sie jedoch zuverlässig im Hintergrund, ohne dass wir uns auf sie konzentrieren müssen. Doch wie viele Sinne besitzt der Mensch? Seit der Antike unterscheiden wir die fünf klassischen Sinne. Sie umfassen das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. In der Fachsprache nennen wir die damit verbundenen Wahrnehmungen visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch und taktil. Mit dem Aufkommen der Wissenschaften und modernen Medizin sind weitere Sinne hinzugekommen. Die Wahrnehmung der Temperatur, thermisch, von Schmerz, nozizeptiv, des Gleichgewichts, vestibulär und der Eigenempfindung, propriorezeptiv. Über die Eigenempfindung wissen wir, wo sich Körperteile wie die Hand oder der Fuß befinden, ohne dass wir hinschauen. Deshalb können wir die Augen schließen und treffen die Nasenspitze mit dem Zeigefinger trotzdem. Meist gelingt das sogar erstaunlich gut. Im Weiteren besitzt unser Körper an ganz unterschiedlichen Orten Wahrnehmungsmöglichkeiten für verschiedene Stoffwechselparameter. Damit überwacht und reguliert er beispielsweise die Glukosekonzentration im Blut, also den Blutzuckerspiegel, die Körpertemperatur oder die CO2-Sättigung des Blutes. Die Wahrnehmung eines Reizes durch ein Sinnesorgan ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt gelangt das Signal über Nervenimpulse entlang der Axone ins Zentralnervensystem. Das ist das Rückenmark und Gehirn. Hier wird das Signal verarbeitet und interpretiert. Eventuell erfolgt bereits eine Reaktion, noch bevor der Sinneseindruck unser Bewusstsein erreicht. Wenn man barfuß auf einen scharfen Gegenstand tritt, löst das Rückenmark einen Reflex aus, wodurch der Fuß schnell zurückgezogen wird. Erst danach gelangt die Information ins Gehirn. Im dritten und letzten Schritt erreicht der vom Gehirn interpretierte Sinneseindruck das Bewusstsein. Die Sinneseindrücke erreichen unser Bewusstsein also nicht direkt, sondern werden vom Gehirn gefiltert und interpretiert. Erst nach dieser Verarbeitung nehmen wir sie bewusst wahr. Wie das folgende Beispiel zeigt, kann die Interpretation durch das Gehirn weitreichend sein und wir können sie kaum willentlich beeinflussen oder steuern. Der Tisch auf der linken Seite erscheint schmal und nach hinten in die Länge gestreckt. Der Tisch rechts macht einen eher quadratischen Eindruck. Tatsächlich sind die gelben Flächen jedoch identisch und lediglich um 124 Grad gedreht. Die blauen und grünen Kanten sind bei beiden Tischen gleich lang. Auch die hellen und dunklen Winkel sind gleich groß. Trotz dieser Information erscheinen die beiden Tische völlig verschieden. Wie kommt es zu diesem Effekt? Wir schätzen horizontale und vertikale Linien unterschiedlich ein. Ausdehnungen nach hinten in die Tiefe nehmen wir überproportional oder verlängert wahr. Beim linken Tisch zeigt die längere Seite nach hinten. Durch die Interpretation des Gehirns erscheint die längere Seite noch länger. Der Tisch wirkt schmal und nach hinten gestreckt. Beim rechten Tisch zeigt die kurze Seite nach hinten. Unser Gehirn verlängert sie ohne unser Zutun und der Tisch bekommt eine eher quadratische Form. Zusätzlich sind die Tische perspektivisch falsch dargestellt. Bei einer räumlich korrekten Darstellung würde sich ein Objekt nach hinten verjüngen und schmaler werden. In der Abbildung fehlt diese Verjüngung. Die Tischflächen sind als Parallelogramme dargestellt. Unser Gehirn ist mit diesem Fehler überfordert, was die verzerrte Wahrnehmung zusätzlich unterstützt. Es ist erstaunlich, wie stark die Interpretation durch das Gehirn dominiert. Selbst nachdem wir die beiden Flächen überprüft haben und die Erklärungen kennen, bleibt der subjektive Eindruck bestehen. Der linke Tisch erscheint länglich und der rechte quadratisch. Die Interpretation der Sinneseindrücke durch das Gehirn lässt sich nur bedingt willentlich beeinflussen.